Er war einer der bedeutendsten Künstler des deutschsprachigen Raums. Der Schauspieler Bruno Ganz ist gestorben. Der gebürtige Schweizer starb mit 77 Jahren in seinem Haus in Zürich. Er litt an Darmkrebs. Noch Anfang Februar schienen die Heilungschancen nach einer Chemotherapie aussichtsreich. Bruno Ganz spielte in zahlreichen Filmen und Theaterinszenierungen mit und erlangte in Deutschland unter anderem durch seine Rolle als Adolf Hitler in Der Untergang große Bekanntheit. Die Verkörperung des Diktators war nach seinen eigenen Worten ein Einschnitt in seinem künstlerischen Wirken. Bis zuletzt hatte Bruno Ganz als Schauspieler gearbeitet.